Hans Jörg, das zur katholischen Kirche gehört eben die Tradition und der Glaube. Und irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, dass diese persönliche Beziehung zu Gott in dieser Tradition ein bisschen zu kurz kommt. Hast du das auch dieses Gefühl? Oder? Ich glaube, dass sie beides bereichert und einander ergänzt. Beides braucht die Tradition, die was das Gewisse erhält. Und das sollte aber der Glaube, das Leben an sich, den bereichern. Wir haben da in der Schönstadtbewegung unsere geistige Heimat gefunden, wo uns das am meisten fasziniert hat, diese Verbindung zwischen Leben und Glauben. Dass das nicht nur am Sonntag in der Kirche stattfindet, sondern dass das fruchtbar wird hinaus in den Alltag, in der Familie, in der Ehe, in mein Lebensumfeld. Und gleichzeitig braucht es aber die Tradition, dieses gleichbleibende Rituale in der Kirche, damit einfach auch der Glauben nicht verloren geht. Wenn ich denke, ich habe einen Tisch, ich habe ein kurzes Teller am Steck, aber das Essen dazu ist dann der Glaube. Mhm. Menschen beten manchmal um irgendwas und bitten Gott um alles Mögliche und oft wird ihres Erachtens diese Bitte nicht erhört. Glaubst du auch, dass Gott uns manchmal nicht hört, oder warum glaubst du, ist es das so, dass nicht alles unsere Wünsche erfüllt werden? Ich glaube, die Ausgangslage dazu ist rein das menschliche Denken, die oft im Endeffekt rechnen, ich gebe was und kriege was zurück. Und ich denke, Gott denkt weiter und ohne die Dimension, dass vieles, was die Menschen bewegt und das Leben bestimmt, eine gewisse Gottesvorsehung ist. Und somit wir auch vieles im Leben abgeben können in seine Hand. Und dann denke ich mir, ist das, was man geschenkt kriegt, soll man dankbar sein. Und wenn er so ein Leid erfährt, hat es auch seinen Sinn in dem Sinn, wenn es der Mensch nicht versteht in dem Moment, aber es ist Gottes Fügung und Gottes Sinn.